Hey meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Minecraft Unity. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und nun viel Spaß. Im letzten Part haben wir nicht so viel gemacht. Wir haben ein bisschen was am Haus gearbeitet. Wir haben uns die Ender Chest gemacht und die Ender Hand, genau, dass es ein bisschen einfacher ist zu bauen. Und falls man unterwegs ist und Hunger hat oder so. Ansonsten würde ich sagen, heute machen wir uns mal wieder ein bisschen an den Jetspack dran. Ich bin schon ein bisschen dabei, weil ich bin gerade dabei anzufangen mit dieses Ding hier zu bauen, genau. Und es ist nicht gerade eine Aufgabe, die man gerne sieht. Ich weiß es, Leute, ich weiß es. Aber ich habe ja damit jetzt angefangen, also müssen wir das Ganze auch zu Ende bringen. So sehe ich das jetzt. Und dafür brauchen wir als allererstes erstmal am besten die zweite Kapazitatorbank. Ich muss mal ganz kurz gucken. Und zwar ist das die hier. Dafür brauchen wir Double Layer und Iron. Wie kriegen wir nochmal die Double Layer? Dafür brauchen wir Energetic Alloy. Haben wir 11 noch. Was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, aber ist ja eigentlich auch erstmal egal. Ist ja alles mehr oder weniger fürs Jetpack gedacht, nur halt für andere Sachen. Wir brauchen 4, wir kriegen aber nur 2, aus welchem Grund? Uns fehlen die Basic-Dinger. Gut, das ist nicht so das Problem, die kann man nochmal sich eben schnell hercraften. So, jetzt haben wir 4 davon. Das reicht für die zweite Stufe der Kapazitator-Bank, wenn ich sie jetzt nochmal wiederfinde. Und zwar diese hier. Dann brauchen wir nochmal Eisen. Eisen ist, glaube ich, hier auch schon leer gegangen, genau. Aber Eisen haben wir mehr als genug. Ich muss nur schmelzen, das ist halt so das kleine Problem. Wir werden mal gucken, dass wir diese Folge... Guck, ich habe mehr als genug Eisen. Ich muss halt nur echt mal schmelzen. Dass wir diese Folge wieder ein bisschen hin und her wechseln. Zwischen Bauen und hier Dings. Denn, naja, muss halt beides gemacht werden. Das Problem ist nur beim Bauen. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich aufgesammelt, aber ich wüsste jetzt... Ich sehe gerade nicht was. Egal. So, wir brauchen Clay fürs Bauen. Das ist so das große Problem. Denn wir müssen noch einiges machen, was mit Clay angeht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das Dach, wie weit habe ich... Ach, genau, Marmor brauchen wir hier. Genau, nicht Marmor, Marble. So, komm mal her. Und bis Jetpack wäre das so einfach, hier das Haus zu bauen. Ich sehe schon, komm, wir haben das Jetpack fertig, wenn ich mit dem Haus fertig bin. Weil ich das Ganze halt parallel mache. Und am Ende brauche ich sie eh nicht mehr. Ach, das wär traurig. Aber egal. So wäre es dann halt. So kommt hier kommt das hin. Bis. Hier fehlt noch ein Holzstamm, ne? Ja. Warte mal, habe ich... Ne, ich habe das ganze Sprucewood verballert. Ach, hier fehlt doch noch ein Holzstamm. Das... Ach, da war... Mann, dass einem das immer erst später einfällt, ne? Ätzend. So, was war denn jetzt hier? Enderhand hier. Komm mal her. Wir brauchen die hier. Ich glaube, Sprucewood-Dinger haben wir nicht mehr. Was habe ich... Ich habe doch in irgendeiner Folge habe ich gesagt, dass mit Sprucewood kein Problem ist. Easy zu farmen. Ist ja auch easy zu farmen. Wir werden mehr Sprucewood halten anstatt Oakwood. Ja, sehe schon. Ja gut, hier kommt jetzt die Ecke hin. Und die Ecke ist das Ding. Ah, wie mache ich das mit der Ecke? Ich muss, glaube ich, mir erstmal hier irgendwo eine Mitte raussuchen. Die Mitte wird... Ja gut, das ist jetzt das Problem. Die Mitte raussuchen, von der Mitte aus dann weg. Irgendwie so. Irgendwie so muss ich das machen, ne? Mein ja. Aber wir schauen mal eben, wie weit das hier unten ist. Und hier unten wird es echt dunkel langsam. Ich hoffe, hier spawnt jetzt auch nichts. Ich hatte doch hier... Ach, das habe ich schon gemacht, ne? Genau. Ich habe nichts zum Schmelzen. Was mache ich denn dann? Worauf warte ich dann? Ach, aufs Eisen, genau. Aufs Eisen habe ich gewartet. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe schon wieder vergessen. Bei der Kapazitatorbank 2 hier, ne? Genau. Dafür braucht noch das Ei... Das ist Electrical Steel. Ich voll Depp. Egal, Eisen braucht man sowieso. Haben wir sogar noch genau Electrical Steel. 4 Stück. Passt schon. Und dafür habe ich jetzt gewartet. Ach, der Redstone-Block. Oh Gott. So. Dann jetzt noch auf ein neues. Mein Gott. Schwierige Geburt heute. Ich merke das schon. So, jetzt haben wir die Kapazitatorbank 2. Das nächste, was wir brauchen, ist nochmal Double Layer. Ein Energetic Alloy und ein pulsierender Kristall. Das ist easy zu machen. Wir brauchen nochmal ein Energetic Alloy. Wie macht man das? Also wir brauchen die generell noch mehr. Wie macht man die nochmal? Mit... Okay, dann machen wir das jetzt erstmal als nächstes. Und zwar mit dem Rest des Glowstones. Mit dem Rest Glowstone? Mit dem Rest Gold nicht. Ich behalte 10 Gold. 10 werfen wir da rein und ja gut. So, wir brauchen ein Basic. Brauchen noch mehr Basics, aber egal. So, wir brauchen Double Layer. Ein, genau. So.
Damit haben wir Double Layer. Jetzt brauchen wir nur noch den pulsierenden Kristall. Dafür brauchen wir Iron. Pulsierend Iron haben wir, glaube ich, sogar noch. Genau, davon habe ich nämlich ein bisschen was gemacht. Und hier haben wir sogar 11 Nuggets. Das reicht ja. Und wir brauchen ein Diamant. Den haben wir hier. So. Und damit machen wir uns jetzt mal eben einen. Dann haben wir schon mal den Pulsierend Crystal. Genau. Wir haben ja sogar noch 3 Octoflops. Für, keine Ahnung, für was. Ich glaube, das habe ich schon alles hier, ne? Ne, den Enderkristall habe ich noch nicht, aber der ist relativ schnell hin zu machen. Das ist nicht das Problem. Und also das hier ist somit das Schwierigste noch zu machenste. Die 3 Sachen hier. Das hier ist einfach nur warten. Die hier sind nochmal richtig ätzend, weil wir da auch die Octo-Dinger brauchen. Hier brauchen wir auch die nochmal, was sehr viel Gold in Anspruch nimmt. Aber da, wir haben es bald. Es ist so zum Greifen nahe. So, wir brauchen jetzt nur noch das Alloy. Dann haben wir die Stufe auch fertig. Ja, einer noch. Komm. Ja, danke. So, dann können wir uns jetzt eben den hier bauen. Das ist die 2. Stufe. Und jetzt brauchen wir nur noch... Nee, Moment, ich habe mich verklickt. Hier. Jetzt brauchen wir nur das hier. Ich guck mal. Das hier, dafür brauchen wir, glaube ich, ein Emerald. Genau, müssten wir... auch noch haben? Nee, aber ich weiß, wo es Emerald gibt. Das ist nicht das Problem. Ich wollte nur ganz kurz gucken, wie viel Vibrant Alloy habe ich sogar noch ein bisschen. Octo-Dinger. Hier brauchen wir auch Octo-Dinger. Das ist eher das Problem. Einmal? Da. Gut, weil wir haben ja hier unten ein Lavaloch. Dann können wir direkt mal eben ein bisschen davon machen. Wir müssen dann eben mal Quarzfarmen gehen. Ich glaube, das machen wir auch gleich noch. Ein bisschen Quarzfarmen. Ich muss mal eben nach hier oben, weil hier oben war Lava. Ja, seht ihr? Dann kann ich hier oben nämlich mal eben gerade mal ein paar Steinchen machen. So, weil das hier oben brauchen wir eh nicht. Also das Lavaloch brauchen wir nicht. Wir brauchen noch eine Workbench. Ich habe hier aber... Ja, ich war ja so schlau hier. Und wir könnten uns mal eben hier eine Workbench hinbauen. Einfach mal dahin. Und dann zurückschüsseln. Wo ist denn meine Schüssel? Da. Dann können wir uns mal eben ein paar Lavastones machen. Dafür erstmal brauche ich die. Da. Und einmal zurückschüsseln in Stone. Und dann können wir uns mal eben ein paar Lava-Blöcke machen. Weil die brauchen wir sowieso noch ein paar. So, dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Also so viele brauchen wir jetzt nicht. Aber so ein paar würde ich schon ganz gerne noch haben. Und wir haben da oben... Naja, wir müssen nicht weit gehen, ne? Für die Lava-Blöcke. Daher kann man das schon mal machen. So, machen wir noch einmal. 32? Nö, reicht erstmal. So, dann können wir die mal eben umschüsseln. So. Das lasse ich mal eben noch auf, wie gesagt. Damit ich weiß, dass da die Lava ist. Falls ich die halt noch brauche. Und ich gehe davon aus, dass ich das noch brauche. Und Pflanzen müssen wir gleich noch besorgen. Das war nicht geplant. So. Ja. Dass man das schon mal machen kann. So, hier kommt dann auch Lavablöcke hin. Hier oben kommt dann Zigzags hin. Ja, und noch ein paar Lampen müssen wir uns noch machen. Hier unten kommen die Laboratoriumblöcke hin. Davon habe ich jetzt noch nicht so viele, dass ich das machen kann. Und Türen. Wie sieht es denn hier mit Doors aus? Gibt es hier diese Doors, die ich meinte? Paperwall Door. Nee. Die hier. Genau, die hat dafür brauchen wir auch Gold. Ah, Mist, ey. Was ist das denn? Carriage Door. Saloon Door, das ist ja mal cool. Oder Hightech-Door, das war das, was ich brauchte. Aber okay, gut, das machen wir dann noch. Wenn hier jetzt die Tür hinkommt, so gesehen, ja, hier kommt die Tür hin. Sprich, hier kann wieder ein anderer Stone hin. Aber wir müssen sowieso noch einen weiter ausbuddeln. Davon mal abgesehen, dass wir auch noch einen höher müssen. Dass wir hier keine böse Überraschung haben. So. Und gehen, ja, man merkt, dass man hier in die Richtung Stadtzentrum kommt. Ja, das merkt man. Ist ein bisschen nervig. Dadurch, dass die FPS hier leiden. Aber wir sind dann, glaube ich, noch nicht in der Ansatzweise in der Nähe von irgendjemanden. Also hier ist einer was am Machen. Anscheinend Sadius? Ja, scheint so. Ne, das ist die Mitte, oder? Das ist die Stadtmitte hier. Ich bin auch unter meinem Haus, sehe ich gerade. Ich bin hier, knapp an dem Ding. Ja, cool. Ich bin sogar noch in meinem Haus. Das ist ja cool. Sollten wir auch eigentlich bleiben. Aber wir sind noch im Haus. Wir sind genau an der Ecke. Was auch gut ist, weil wir müssen das ME-System auch noch bepowern dann. Und das ist natürlich so ein Ding. Das machen wir mit den Windrädern. Und die müssen von außen nach innen, ne? Wisst ihr, was ich meine? So.
Und hier möchte ich ganz gerne eine Treppe haben. Und dann müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, ich würde ganz gerne hier noch so, also noch nicht komplett wirklich hier das ME-System haben. Aber wobei, könnte man eigentlich machen. Man könnte das eigentlich machen, dass man so durch zwei Türen geht und dann steht hier dann jetzt das ME-System. So, und dann kann man das immer noch in mehreren Sachen aufteilen. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Okay, aber jetzt weiß ich, woher das Wassergeräusch kommt. Gut, dass wir Stein haben. So. Und kann man dann mal gucken. Das ME-System, wie gesagt, ich muss mal gucken, welches es gibt hier, weil dazu gab es jetzt keinen Kommentar. Es gab so einen Kommentar, der gesagt hat, dass es ein Community-ME-System gibt, was ich auch weiß, aber darauf habe ich im letzten Part explizit drauf gesprochen. Also wenn da jemand Interesse hat, schaut da am besten mal durch, warum ich das nicht in Erwägung ziehe, sondern mir ein eigenes baue. Wie kann man denn hier die Decke eigentlich machen? Eigentlich schwarz, oder? Es ist kein guter Kontrast, aber wäre eine Überlegung. Was ich auf jeden Fall gerne möchte, ist, dass die Lavablöcke sich noch weiterziehen. Und zwar hier so, hier dann so runter und dann so. Es sieht ein bisschen komisch aus. Also auf Stein sieht es cool aus, weil das die Steintextur hat hier. Wisst ihr? Also mehr oder weniger Steintextur hat, aber doch, es hat die Steintextur ein bisschen anders, aber passt schon. Bin noch nicht ganz davon überzeugt, muss ich sagen. Ehrlich gesagt bin ich so gar nicht davon überzeugt. Nee, das ist irgendwie nicht das Wahre. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so genau, wie wir das hier machen. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Ansonsten haben wir in diesem Part leider nicht so viel gemacht. Wir haben ein bisschen mit einem Jetpack rumgearbeitet. Wir haben ein bisschen mit dem Labor angefangen. Und wir werden gucken, dass wir jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall das Elfenportal endlich mal öffnen. Dass wir wieder ein bisschen mehr Botania-Zeug machen können nebenbei. Und ansonsten wünsche ich euch schon einen angenehmen Tag, Leute. Und haut rein. Tschüss.